Elia Stefanescu für GmbH1TV. Wir sind bei Inferno FC 3 und Ahmedin Fahic hier zu meiner Linken, wie man unschwer erkennen kann, der neue Titelträger hier im Leichtgewicht. Ja, Ahmedin, gratuliere zum tollen Kampf. Gleichzeitig natürlich die Frage, wie hast du die Runden in Erinnerung? Gib uns so ein bisschen so ein Resümee aus deinem Kopf, woran du dich erinnerst. Also der Leo ist ein sehr guter Standkämpfer und ich habe die Auseinandersetzungen gewonnen. Da habe ich mich sehr sicher gefühlt. Ich habe ein paar Mal einen Knockdown gemacht. Er hat sich am Gurt, er ist ein harter Typ, ihn kann man nicht so leicht ausknocken. Und ja, einmal fing er ins Auge, einmal war es keins, aber das passiert im Kampf. Hat dich das vielleicht gewundert, dass der Punktrichter also bei dem Finger im Auge so schnell reagiert hat? Ja, weil das zweite war kein Finger, das war ein Jab, ein kurzer Jab zum Kiefer. Aber im Kampf, da bildet man sich vieles ein. Also kein Problem von meiner Seite aus. Man muss immer weiterkämpfen können. Es startete ja recht turbulent am Anfang. Danach bist du gut reingekommen, konntest auch am Boden dominieren. Was war dein Gameplan überhaupt? Also ich wusste, ich bin am Boden besser, aber mein Striking ist auch sehr gut. Ich hab die Distanz, was ich sehr trainiere, sehr viel. Und ja, ich hatte keinen Gameplan. Ich mache einfach mein Ding. Du hast ihn, ich glaube, am Ende der ersten Runde ziemlich hart getroffen. Hast kurz pausiert, dass die Runde enden konnte. Was war da los? Ich habe ihn mit einem Uppercut getroffen, er war angeschlagen. Aber wie gesagt, Ayub ist ein harter Typ. Den kann man nicht so leicht finishen. Ja, und dann zu guter Letzt Triangle Choke. Ist er dir sozusagen halb reingesprungen, du hast dicht gemacht. Wusstest du, das war's jetzt? Ja, Triangle ist eine gute Technik von mir. Ich habe lange Beine. Wo er drin war, wusste ich, es ist aus. Also war dir klar, als der saß, das war's jetzt? Ja, ich kann von überall kämpfen, egal am Stand oder von meinem Rücken. Sehr gut, ja, jetzt oben einen Gürtel reicher. Wie geht's mit dir weiter? Was ist der Plan? Ja, ein nächster Gürtel, oder? Ja, klingt gut, dann freuen wir uns, dich wieder in Aktion zu sehen. Genieß deinen Sieg, feier schön und bis bald. I'm in power.